Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen wieder New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS und wir sind gerade auf der Secret Aufholjagd in der Welt 6, dem Gebirge des Grauens oder so. Tituliere ich es an dieser Stelle mal. Und uns fehlt hier noch eine Münze in der Welt 6.5 und die wollen wir uns doch ganz gerne mal schnappen. Von der Overworld würde ich mal vermuten, dass es hier ein Wasserlevel ist. Vielleicht bekomme ich hier einen blauen Panzer, nee, eine Feuerblume. Das ist natürlich super. In den seltensten Fällen würde ich einen blauen Panzer einer Feuerblume vorziehen, aber das hier wäre tatsächlich so ein Fall gewesen, weil es hier tatsächlich Unterwasser-Action am Start ist und da hilft der blaue Panzer tatsächlich ausnahmsweise mal. Aber für normale Level, also an Land, ist der zu nichts zu gebrauchen, finde ich. Der ist das totale Rotz-Item. Na gut. Übrigens habe ich auch ein bisschen Probleme mit meinem Stuhl, auf dem ich so sitze. Der quietscht ein bisschen. Und ich hoffe, das Mikrofon nimmt das nicht allzu sehr auf. Also, oder ich versuche einfach, mich nicht zu bewegen. Das wäre natürlich alternativ. Aber früher oder später muss ich mir wahrscheinlich einen neuen Stuhl besorgen. Ich hätte hier ganz gerne so einen DX Racer. Also, das sind solche Schreibtischstühle, die so aufgebaut sind wie in so einem Rennauto oder so. Und die finde ich ja extrem sexy. Hätte ich ganz gerne, aber die sind auch teuer, glaube ich, nicht? Also, mit irgendwie 150 bis 180 Euro kann man da schon rechnen. Aber ich glaube, die sind auch sau bequem. Und fürs Zocken auch sehr gut geeignet, nicht? Und für Büroarbeit. Jedenfalls laut dem Hersteller. Und warum sollten die Hersteller lügen, ne? So, direkt mal hier weiter. Die dritte Münze fehlt uns, also ist hier relativ am Ende erst. Und ich habe es im letzten Part schon mal angedeutet. Das hier ist keine Stelle, wo ich hier... Oh nein! Verdammt, ey. Das ist kein Blind Run in diesem Sinne mehr. Also ich habe die Secrets schon mal auf einem zweiten Speicherstand geholt, damit ich weiß, wo die sind und nicht irgendwie eine Million Jahre hier durch die Gegend suche und letztendlich das nicht finde. Und dann müsst ihr immer das gleiche Level sehen und ich kacke an der gleichen Stelle ab und finde das einfach nicht. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht sinnvoll, tatsächlich schon mal vorzuspielen auf einem zweiten Spielstand, um zumindest alle Secrets zu finden. Aber die Level in der nächsten Welt, also im Wolkenparadies des Himmels, die habe ich mir in keinster Weise angeschaut, also da bin ich wieder komplett blind. Mal schauen. Oh nein! Oh verdammt, ey, dieser dumme Fisch, ne? Ich glaube, es wäre eine gute Zeit, eine Feuerblume einzusetzen und nicht getroffen werden von diesem grünen Fisch, ey. Warum ist so giftgrün, ey? Das sind die gefährlichen. Verdammt, ey! Oh Mann, ich lasse mich immer treffen von den Dingern. Aber hier ist direkt die nächste Feuerblume, die hätte ich ganz gerne. Kann der da durch? Nee, ne? Gut. Ich hatte schon Angst. Nein! Mann! Das kann nicht wahr sein. Nein, 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 nein! Oh. Das ist hier aber auch ein Sog, ey. Alter Verwalter, wieso ist das so ein heftiger Strudel, ey? Aber zum Glück sind wir ja bei der Hälfte des Levels. Von daher müssen wir nicht den ganzen Kram am Anfang nochmal machen. Oh Mann, ey, ich möchte jetzt hier nicht so viele Leben verschwenden, um ehrlich zu sein. Das finde ich ja blöd. Wir haben noch gar nicht mal so sehr viele. Und die letzten beiden Welten, die uns noch bevorstehen, sind bestimmt die schwierigsten. Oh, wie knapp war das? Wir müssen bald jetzt auch mal irgendwann ankommen an der Stelle, wo tatsächlich hier dieses Secret zu finden sein wird, kann ich sagen. Aber ich weiß nicht genau, wo das jetzt ist. Auf jeden Fall müssen wir irgendeinen Strudel dafür ausnutzen. Und es ist nicht dieser hier. Jetzt nicht rein Dingsen hier. Aber die Feuerblume hätte ich ganz gerne. Dankeschön. Nein, warum ist er da durch? Warum konnte er durch den Block schwimmen? Das ist ja super unfair. Der andere konnte das nicht. Aber er hier konnte es. Wie gemein. Oh, Alter. Was für eine knappe Sache. Jetzt muss ich hier noch weg hier, damit ich nicht hier eingesogen werde von dem ganzen Mist. Nein, jetzt essen die mich auch noch, ey. Diese Piranhas, ey. Sind das wirklich Piranhas, ey? Unfassbar. Und dieser Strudel sieht schon anders aus, weil da solche komischen Blöcke am Rand sind. Deswegen wissen wir, das hier ist tatsächlich der Weg, wo wir lang müssen. Hier ist die letzte Münze. Klasse. Jetzt am besten nicht sterben. Auch nicht von diesen großen Fischen uns essen lassen, weil die haben einen großen Appetit, die haben ja auch einen großen Bauch, ne? Und deswegen wäre ich genau richtig auf deren Speiseplan, aber wir konnten nochmal direkt ausweichen. Und was macht er denn hier? Er ist ein bisschen deplatziert, oder? Hätte er mich jetzt noch getötet, ne, dann wäre ich ja super sauer und hätte mich ausgerastet und vielleicht meinen Stuhl aus dem Fenster geschmissen. Wäre ganz praktisch gewesen, weil dann könnte ich mir direkt einen neuen kaufen. Mit einer guten Ausrede schon parat. Okay, fehlt uns hier was? Nein, klasse. Aber hier fehlt uns was, sogar zwei Stück in der Welt 6.6. Mal gucken, ob wir die hier bekommen. Ich glaube, das war diese Welt mit den Kettenhunden und mit den vielen Möglichkeiten, wo man langgehen konnte. Und deswegen war das sehr verwirrend und verworren. Mal schauen, vielleicht gelingt es uns ja tatsächlich hier die ein oder andere Münze noch aufzutreiben. Oh ne, das ist hier zu gefährlich. Ich glaube, ich sollte diesen Weg besser wählen. Vor allem, weil ich ein kleiner Mario bin und der hält leider nicht allzu viel Schläge ins Gesicht ab.
So, mal schauen, wo ist denn hier die Münze, die uns noch fehlt? Ist hier zum Glück ein Pilz drin, hoffe ich. Ja, klasse, bin froh darüber. So, direkt mal hochwirbeln lassen. Aha. Oh nein, nein, nein. Da war sie doch. Zum Glück gibt es hier keine fiesen Lava-Abgründe oder so. Ja, geh mal weg hier. Kettenhunde gibt's das erste Mal, glaube ich, in Mario 64, oder? Oder gab es die schon mal früher? Und kam Link's Awakening nach Mario 64? Weil da gab es Kettenhunde auch schon. Hm. Vielleicht gab es sie dann auch schon mal in einem früheren Mario-Spiel. Für Super Nintendo oder für... Ja, den normalen Nintendo. Das weiß ich jetzt nicht. Kann sein. Ein Mysterium. Okay, hier müssen wir runter. Und zwar haben wir gerade schon einen mysteriösen Schalter gesehen da oben. Und wir kommen tatsächlich dahin, indem wir hier uns hochwirbeln lassen. Und diese Koopa hier als Sprungchance nutzen, wenn man es denn schaffen würde. Und dann wäre es tatsächlich möglich, diese Blöcke da verschwinden zu lassen, die uns den Weg in die Röhre versperren. Das würde ich vorschlagen, machen wir doch mal. Falls es uns gelingen würde, endlich mal wieder hier hochzukommen. So, hier wieder runter und direkt auf die Sprungfeder oder was das sein soll. Was ist das überhaupt für ein Ding, ey? Naja, okay, als erstes müssen wir hier gegen den Schalter, damit sich die Blöcke in Münzen verwandeln. Danach müssen wir hier auf diese Koopa noch landen, um da hochzukommen. Aber letztendlich ist es uns dann doch gelungen. Da bin ich sehr froh drüber. Und jetzt bleibt es nur noch übrig, diese Münze hier tatsächlich mit geskillten Walljumps einzusammeln und gleichzeitig noch so viele andere Münzen wie möglich mitzunehmen. Weil Münzen sind toll. Münzen, damit kann man endlich wieder Sachen kaufen, zum Beispiel Cheeseburger, und die sind ja auch wieder teurer geworden mal, ne? Früher gab es die ja mal für 1 Euro, aber inzwischen kosten die 1,25, glaube ich. Totaler Wucher. Unfassbar. Und jetzt kann man gar nicht mehr so gut damit rechnen. Früher, wenn irgendwas hier gekostet hat, zum Beispiel der DX-Racer-Stuhl für 165 Euro oder so, hätte ich gesagt, weißt du, wie viel Cheeseburger man du dir davon kaufen könntest? 165, genau. Aber jetzt geht das nicht mehr, weil die das einfach teurer gemacht haben und da müsste man jetzt umrechnen. Wie viel Cheeseburger, die 1,25 kosten, kann man jetzt für 165 Euro kaufen? Ah, sowas kann man im Kopf doch nicht rechnen, ey. Wieso macht McDonald's sowas, ey? Voll unfair. Ich hoffe, es gibt auch bald mal wieder so eine Gutscheinaktion. Da kann ich endlich mal wieder alle Gutscheine einlösen, weil sonst lohnt sich das ja nicht, ne? Das ist immer sehr lustig, wenn man dann diese Gutscheine auf den Tresen da legt und sagt, einmal alle bitte. Da denken die, ich bin ein Pflegefall oder so, aber... Naja, manchmal muss man sich sowas auch mal gönnen, ne? Ja, und ich laber hier die ganze Zeit Schwachsinn und wir übergehen hier total die Tatsache, dass wir hier das Level geschafft haben mit allen Münzen. Klasse! So, und jetzt, Leute. Nochmal allen Mut zusammennehmen und in dieses Schloss gehen. Wir müssen hier nämlich die dritte Münze finden. Und danach müssen wir den Endboss nochmal besiegen. Und der Endboss ist die Hölle, sage ich euch. Das war diese dumme, panzerfahrende Maulwurf. Quasi Bottles aus Banjo-Kazooie zusammen mit Conker verbunden, fusioniert. Ja, das ist natürlich ein unangenehmer Zeitgenosse. Und ich bin damals, als wir es das erste Mal probiert haben, so daran verzweifelt. Ihr erinnert euch, wir haben den kompletten Part quasi dafür verschwendet, diesen dummen Maulwurf zu besiegen. Und es hat einfach nicht geklappt. Es ist unfassbar. Naja, okay. Vielleicht funktioniert es diesmal ein bisschen besser, aber so natürlich nicht. Ja, so viel dazu. Total dumm. Jetzt ist auch noch die Feuerblume weg, ey. Verdammter Mist. Mann, ey, ärgerlich. Ich hoffe, wir können noch eine Feuerblume hier finden, weil die sind eigentlich ziemlich geil. Aber zunächst müssen wir natürlich den Pilz hier erstmal konsumieren, weil sonst kommt keine Feuerblume aus irgendwelchen Blöcken raus. Das ist hierarchisch aufgebaut. Falls man ein kleiner Mario ist, kommt immer ein Pilz. Falls man ein großer Mario ist, kommt dann die Feuerblume als Ersatz quasi. Das wird substituiert für das nächstbessere. Und deswegen wäre es krass, wenn wir jetzt mal langsam hier eine Feuerblume bekämen. Aber hier ist keine. Ich glaube, in dem Block da hinten ist eine. Da müssen wir die Koopa gegen schleudern. Yes! Yes! Super, Feuerblume. Ich finde, Mario sieht auch aus wie ein Eisverkäufer, oder? Mit dieser Latzhose und dem weißen Hut. Nein! Und ich bin an der gleichen Stelle gestorben. Wie dumm bin ich in meinem Kopf, bitte? Alter. Aber im Ernst, oder? Mit der weißen Mütze und der roten Latzhose sieht Mario aus wie ein Eisverkäufer. Mit seinem geilen Eisverkauf-Truck. Oder wie nennt man solche komischen Autos hier? Und dann macht er an der Seite immer das Fenster auf. Und dann kann er da die heftigsten Eissorten verkaufen. Alles mögliche, was es gibt. Mit Brotgeschmack, mit Fleischgeschmack, mit Kartoffelgeschmack. Alles mögliche. Gibt's ja alles, ne? In Japan gibt's sogar Eis mit Fleischgeschmack. Habe ich mal gelesen. Und alles, was man liest, stimmt. Und ich würde es den ollen Japanern auch zutrauen.
So, und hier muss ich aufpassen. An dieser Stelle bin ich doch sonst immer gestorben. Oder war das erst später? Nee, ich glaube, das war hier. So, aber diesmal bin ich hier geskillt rübergejumpt. Das ist natürlich nett. Oder war das erst hier? Nee, so weit war ich doch noch gar nicht. Okay, dann sind wir schon mal weiter, als wir sonst jemals waren. Also, in diesem Part. Wir haben das Schloss natürlich schon mal geschafft, aber da haben wir leider die Münze nicht mitgenommen. Das wäre natürlich eine dumme Sache. Und hier müssen wir hoch. Das hier ist quasi der erste Schritt zum Sieg. Hier müssen wir nämlich die Cooper... Nein! Oh! Aua! Nein! Oh, Mann! Aber zum Glück waren wir direkt bei der Hälfte. Also das ist ein bisschen verzeihend. Man kann direkt nach der Hälfte wieder einsteigen und... ja, da sein Glück erneut probieren. Und zwar müssen wir hier oben auf das Level raufspringen und wir müssen diese dumme Cooper ausnutzen dafür. Weil nur mit der ist es uns möglich, die Höhe zu erreichen, die wir brauchen. Weil diese dummen Quetschblöcke da, die verhindern uns, dass wir sonst da hochkommen. Aua! Okay, da muss ich mir einen geschickteren Plan ausdenken, falls es nicht klappt. Weil so immer in die Lava zu springen, ist nicht ganz angenehm. Und nicht das, was meinem Lebenskonto auch am besten tut. So, weg mit dir erstmal, du dumme Cooper. So, und hier wieder nach oben, Jump One. So, mal schauen. Aua! Warum dreht die sich auch genau dann um, wenn ich gerade ankomme hier, ey? Ich könnte auch die Feuerblume nutzen, aber das ist natürlich gefährlich, wenn ich gleich wieder in die Lava falle. Aber ich mach's einfach mal trotzdem, weil ich bin ja so... Nein! Nein! Mann! Ich hasse dieses Schloss. Es ist das schlimmste Schloss in diesem Spiel, vor allem wegen diesem dummen Endgegner auch noch. Und ich sehe schon jetzt kommen, wenn wir die Münze haben, dann werden wir noch... 1 Million Mal an diesem Endboss sterben und dann müssen wir jedes Mal die Münze neu holen, ey. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Verdammter Mist, ey. Naja, mal gucken. Vielleicht funktioniert es jetzt ja auf Anhieb. Beides. Da wäre natürlich ein Traum, aber höchst unrealistisch. So, mal schauen. Jetzt müssen wir hier die Cooper ausnutzen, damit wir hier hochkommen. Ah, okay, ich bin oben drauf. Das hat geklappt. Hier ist die dumme Münze. Jetzt müssen wir natürlich zum ersten Mal noch zu dem Boss kommen. Alleine das wird schon eine Kacke, da hinzukommen. Oh, fast schon wieder in die Lava gesprungen hier. Und dann, die noch größere Herausforderung ist, den Boss wieder zu besiegen. Das kann was werden, ey. Aber falls wir das endlich geschafft haben, dann steht uns in Aussicht, diese komplette Welt geschafft zu haben. Und hier springt eine Feuerblume für uns raus, glaube ich. Das wäre schön. Und ein Leben sogar bekommen. Das. Warum nur ein Pilz? Ich hatte... Oh nein, meine Theorie stimmt nicht mehr. Na toll. Und so werde ich Lügen gestraft. Ich habe ja gesagt, wenn man ein großer Mario ist, dann kommt aus einem Block immer eine Feuerblume raus. Aber, ja, dem war wohl nicht so, wie ich hier vom Gegenteil überzeugt wurde. Na super. Okay, ihr könnt also euren Kommentar wieder löschen, indem ihr schreibt, ey, du Volltrottel, Mann! Es ist gar nicht wahr, dass immer hier die Feuerblume kommt, wenn du großer Mario bist. Ich habe es schon selber rausgefunden. Aber über andere sinnvolle Kommentare wäre ich natürlich dankbar. So, und jetzt bin ich hier natürlich wieder im Kampf gegen diesen dummen, panzerfahrenden Maulwurf, den ich super blöd finde. Okay, mal schauen. Da, nimm das, du elende Wurst. Und jetzt rastet er wieder komplett aus hier. Der breakdancende Maulwurf in seinem Panzer auch noch. Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall auf ihn raufspringen, wenn er hier gerade aus seinem Ausguck rausschaut. Bis jetzt läuft es noch ganz gut, muss ich mal sagen, ne? Nein! Oh, das war knapp. Schade. Ich hoffe, wenn ich ganz weit weg stehe, dann kann ich ihn beeinflussen, mal rauszugehen. Aus seinem Kabuff. Kannst du die essen? Nee. So eine Bombe schmeckt auch nicht gut, ne? Aber der guckt die ganze Zeit hier raus jetzt, aber ich kann nicht... Nein, nein, nein! Oh, nein. Nein. Mann, dieser Boss ist so kacke. Okay, der Part ist aber schon wieder fast vorbei. Ich würde sagen, ich cutte bis an der Stelle, bis ich wieder vor diesem dummen Boss stehe. Und dann machen wir den in diesem Part noch fertig. Also bis gleich. Ja, Freunde, wir sind wieder hier bei dem Gegner. Ich habe die dritte Münze mitgenommen. Und wir müssen jetzt nochmal gegen diesen dummen Maulwurfspanzer kämpfen. Unfassbar. Ich dachte, Nintendo ist gegen solche Kriegsmaschinerie der realen Welt und gegen Gewalt, die damit verherrlicht wird. Obwohl, ich glaube, in Yoshi's Island, also da, wo man Mario als, also wo man Baby Mario retten musste, konnte sich Yoshi auch schon in einen Panzer verwandeln, oder sehe ich das falsch? Naja, nimm jedenfalls das hier, du komische Wurst. Ich glaube, ich habe ihn jetzt nämlich durchschaut, wie das hier funktioniert. Aua, übrigens. Ich hoffe nur, ich sterbe jetzt nicht. Weil sonst muss ich den dummen Mist nochmal machen und das wäre dumm.
Wow. Okay. Ja, spreng in die Luft, das war tatsächlich der zweite Versuch erst. Und ich bin erstaunt, dass ich es so schnell geschafft habe. Dieser Boss ist auf jeden Fall bis jetzt die ultimativ größte Herausforderung in diesem dummen Spiel gewesen. Und dieses komplette Schloss hat echt an meinen Nerven gezerrt. Aber jetzt können wir mit Erfolg auf den zweiten Monitor schauen und wir sehen, Sternmünzen sind complete. Das ist natürlich richtig geil. Und im nächsten Part geht es dann weiter mit der eigentlichen Fahrt im lustigen Wolkenparadies des Himmels. Mit einer entspannten Hintergrundmusik, wie man schon hört. Ja, und bis dahin verabschiede ich mich bei euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin sehr dankbar über Kommentare, die ihr schreibt oder Daumen, die ihr gebt, sei es nach oben oder unten, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ich freue mich, falls wir uns im nächsten Part wiedersehen. Also bis dann, Leute. Ciao.